Der heiße Sommer lässt Landebahnen schmilzen. Dann gibt es wieder einen Streik, aber diesmal Gott sei Dank in London. Und da geht es um Leute, die ich eigentlich nie als Streiker im Fokus hatte. Und zwar die Leute, die die Flugzeuge neu betanken. Die IATA hat den Bombenalarm, der fälschlicherweise in Belarus an die Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Litauen, glaube ich, war es, gegeben hat, als komplett falsch betrachtet und dass das auch ein Verstoß ist gegen die Montrealer Übereinkunft. Dann haben wir noch ein Thema, dass wir 15 Euro pro Strecke Rabatt anbieten können auf Air Baltic-Flügen in der Dealzone. Und es gibt noch einen zweiten Deal, der ist mit der Lufthansa von irgendwo nach irgendwo und zwar in der Business Class nach Australien. So war's. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch an dieser Stelle gilt, oh, das ist ein Schatten, ne? Das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gilt auch in dieser Folge wieder, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentiert. So viele Themen, dass ich selbst hier irritiert bin, welches Thema am Start ist. Ja, erstes Thema ist die Hitze. Die Hitze hat Probleme gebracht in London, Luton, eigentlich dem Flughafen, den man aus Deutschland, also ich zumindest noch nie angeflogen bin, aber es ist so ein Billigflughafen, ich weiß gesagt, EasyJet und so weiter. In Luton ist es so, da ist die Runway geschmolzen, das heißt, man musste den Verkehr drosseln oder gar beenden. Und in UK, im Königreich, ist es so, dass man nicht nur beim Brexit hatte, sondern auch 40 Grad Temperaturen haben wir in Deutschland ja auch mittlerweile, dass sie die Pisten beschädigt haben und der Flugbetrieb gestoppt werden musste. Also passiert nichts mehr. Montagmorgen wurde auch bekannt, dass die Luftwaffe in Bryce Norton, das ist ein Stützpunkt, schließen musste, weil man auf den Flughafen die Runway geschmolzen hat. Also wirklich das Wort melted genutzt worden. Das hat die Royal Air France dem Nachrichtensender Sky News gesagt. Dann kam noch eine zweite Luftwaffenbasis dazu, die gesagt hat, du, wir haben das Problem in Cranwell. Cornwall hätte ich gekannt, Cranwell nicht. Und dann wurden natürlich die An- und Abflüge in Luton gestoppt. Das war eine Stunde lang am 18. Juli, da die Hitze halt wirklich da die Landebahn zum Schmelzen gebracht hat. Und das liegt an der Beschaffenheit, weil eigentlich ist der Baustoff Asphalt, den wir ja überall benutzen, wir sehen übrigens ja auch diese Rillen von LKWs, dann doch irgendwann an seiner Grenze. In UAE, in Vereinigten Arabischen Emiraten, haben wir auch einen spezielleren Asphalt, weil da sind diese Temperaturen üblich. Da wird auch ein bisschen mit Beton gearbeitet, aber auch das wird jetzt weniger gemacht. Die ist halt einfach so, dass der Asphalt viskoelastisch ist. Das bedeutet, dass er fest, natürlich stabil ist, aber wenn man das hat, dann wird er halt spröde, trocken und, eigentlich flüssig sogar, also eine trockene Flüssigkeit und ist dann mit Rillen und so weiter beschaffen, sagte ich an der Autobahn. Dann, was passiert ist, natürlich, wenn diese Rillen kommen, ist das für ein Flugzeug ein riesiges Problem. Weil wenn man die oberste Schicht im Flugbetrieb hat, dann ist das so, dass der Jet natürlich da reinschlägt und können halt solche Vibrationen und solche Bewegungen passieren. Und es wird das Bremsen, aber auch die Lenkung beeinträchtigt. Und warum das Bremsen? Ganz einfach, weil ihr wisst das ja selber, der Abrieb, man sieht das an neuen Asphaltstrecken auch immer sehr gerne, dass dann Asphalt unten am Auto klebt. Und das wäre natürlich doof, wenn es auf die Bremsen kommt und damit hätte man dann ein Problem. Asphalt schmilzt bei 50 Grad, so habe ich es mir angelesen. Und dadurch wird es halt zum Beispiel, wie ich ja in UAE sagte, ein anderer Asphalt genommen, der einen höheren Schmelzpunkt hat. Und in skandinavischen Ländern ein niedriger, weil da die Winter härter sind. Das heißt also, da sonst der reißen würde. Man kann natürlich auch auf Beton gehen, aber alle, die wir wissen, Hannover hatte 2018 doch auch nochmal einen Vorfall, weil die Betonplatten sich bewegt haben aufgrund der Hitze. Genug von Hitze, genug von Problemen. Schaffen wir, dass diese Probleme uns nicht erreichen. Soll ich Frankfurt? Nee, ich mache ein anderes Thema erstmal. Erstmal lasst uns reden über die Freunde, die die Fahrzeuge haben, die uns das Flugzeug mit Kerosin befüllen. Und da gibt es eine
ja, AFS ist das, der Aviation Fuel Service. Die ist die Firma, nicht so wie die, wie die Shell oder Texaco, da gibt es auch Texaco noch, ich glaube in den USA gibt es noch. Ist es halt einfach so, dass diese AFS 70 Fluggesellschaften in Heathrow befüllt. Und da sind natürlich Fluggesellschaften wie Emirates, American, Singapore, Delta. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass auch Lufthansa dabei ist. Und jetzt ist es halt einfach so, dadurch, dass die halt nicht mehr Geld kriegen, wie sie wollten, haben sie gesagt, dann machen wir das einfach nicht mehr und fangen an zu streiken. Also wer am Donnerstag bis Sonntag in London Heathrow fliegen möchte, hat ein Problem, wenn die Flugzeuge nicht befüllt werden. Aber wenn man sich das anguckt, ist es natürlich auch so, dass man da Maßnahmen ergreifen kann. Flüge, die auf Kurzstrecken sind, das ist kein Problem, die füllst du halt voll. Wenn ihr also zum Beispiel mit der Lufthansa von Frankfurt nach London fliegt, kein Problem, weil die Lufthansa einfach die Bude voll macht, hin und zurück fliegen kann. Ein 380er von Emirates Airlines, das kann auch gerade so gut gehen, aber dann gibt es schon wahrscheinlich Capacity Restraints, weil wenn man sich die Zeit hochrechnet, nee, das wird knapp. Also insofern muss man zwischenlanden irgendwo. Also was passiert ist, man wird wahrscheinlich dann in Dubai die Bude ein bisschen voller machen, wird nach London fliegen, wird in London landen, wird alles einladen, wird rausfliegen und wird dann irgendwo zwischendurch nochmal landen, um Refueling zu machen. Hatten wir auch zum Beispiel, als die Leitung in Johannesburg war es ja mal, dass die Leitung nicht funktionierte. Funktioniert ja eigentlich immer noch, ich habe gar keine Mitteilung gekriegt. Wäre mal spannend, das zu wissen. Also nur, damit ihr wisst, was passiert ist. Jetzt kommt es aber dicke und knüppeldick für den Flughafen Frankfurt. Warum? Weil das härteste Wochenende, so schreibt es eine der Newsportale, passiert. Und zwar, was passiert mit dem Flugchaos? Ist es so, dass sie in Frankfurt gelernt haben, dass es die Bewährungsprobe, die da wirklich kommt, mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien in 3 Bundesländern, wird natürlich hart. Und am Freitag wird da so viel los sein, wie seit der Ausbruch des Coronas nicht mehr. Also quasi seit März 2020, so viele Zahlen. Flughafen und Airlines haben sich natürlich da auch Gedanken gemacht. Man hat das Programm zusammengestrichen, Lufthansa hat es zusammengestrichen. Aber trotzdem möchte man mit 200.000 Passagieren klarkommen. Das ist in meinen Augen sehr sportlich. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, am Wochenende vom 22. bis 24. Juli erwartet der Fraport jeweils rund diese 200.000 Gäste. Man muss jetzt aber allerdings gucken, so viele waren es in dem Jahr noch nicht. Man hatte also keine 200.000. Das höchste war 180.000 gewesen. Das Allzeithoch ist 241.228 aus dem Juni 2019. Täglich starten derzeit bis zu 1200 Flugzeuge zu 285 Zielen. Die Probleme sind natürlich die Bodenverkehrsdienste. Das ist halt so, wenn die Flugzeuge be- und entladen müssen, sind die Leute natürlich knapp. Dazu kommen natürlich Steuerungen. Wenn es irgendwo anders irgendwelche Probleme beim Umlauf gab, siehe London zum Beispiel. Dann, wenn man anguckt, wie viele Koffer auch stehen und liegen bleiben, ist man natürlich dann auch gut bedient, wenn man relativ so packt, dass man nicht so viel hat, dass das also vielleicht noch mit dem Gepäck klappt, aber auch im Handgepäck zumindest noch Ersatzunterhose und so weiter mitnimmt. Wir müssen uns einfach mal anschauen, was da passiert. Wir haben auch gesehen, was da alles gemacht wird. Man hat bei der Sicherheitskontrolle jetzt möglich nicht so viele Möglichkeiten gehabt, außer zu gucken, dass die Krankenstände, die erhöht sind, etwas reduziert werden, indem man den Leuten Anreize gibt, dass sie mehr arbeiten, die nicht krank sind. Solche Sachen, aber ansonsten ist halt wirklich da die Luft raus. Und was soll man dazu sagen? Es wird schlimm, aber bleibt wie immer entspannt und lasst euch nicht davon in irgendeiner Art und Weise irritieren. Natürlich wissen wir, dass die Leute jetzt kommen. Dann habe ich noch etwas aus dem Reich der Kuriositäten, des Lustigen, des etwas, was man halt normalerweise nicht so im Flugzeug erlebt. Ein Alaska Airlines Flug auf dem Flug von Washington DC nach San Francisco. Da ist ein Kapitän, weil er ein, ja, im Englischen heißt es Disagreement, oder ein Beef hatte mit seinem First Officer, hat gesagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Und dann ist der Flug AS1080 einfach gegangen, ist wieder ans Gate zurückgerollt, hat dann am Intercom irgendwas gesagt,
man wäre nicht zusammen, we are not getting along, also wir haben da halt ein Problem. Und damit war der Flug aber auch schon vorher verspätet wegen Gewittern und so weiter in Washington Area. Der A320, der halt wirklich von Dallas um 4.10 Uhr nachmittags fliegen sollte, ist dann erst um 7.30 Uhr weg und ist 2 Stunden 30 später in San Francisco gelandet. Aber was ich spannend fand, ist, dass der Kapitän einfach wegrennt. Ich meine, wie unprofessionell ist das denn? Habt ihr das schon mal erlebt? Normalerweise ist es doch so, dass der Kapitän zurückrollt und sagt, hey Freunde, du da auf sitzt so und so, du hast dich nicht benommen, du musst raus. Also insofern fand ich amüsant und es gibt da auch Bilder drüber, wie er diesen Walk of Shame hat auf Twitter. Wie war der eine Kommentar drunter? There goes your pro-pilot off into the sunset. Hat was von einem Cowboy, ne? Die ICAO. Die ICAO macht ganz klipp und klar, dass die erzwungene Landung des Ryanair-Fluges nach Belarus oder in Belarus, diese Zwischenlandung, unrechtmäßig war. Und die ICAO, das ist der Zusammenschluss der internationalen zivilen Luftfahrt, hat halt die im Mai 2021 stattgefundene Landung ganz schwer als unrechtmäßigen Eingriff in den Flug eingestuft und damit die Regierung in Minsk verurteilt. Wer nicht weiß, was da passiert ist, ist Folgendes passiert, und zwar der Ryanair-Flug FR4978 mit mehr als 100 Menschen, der ist von Athen nach Vilnius geflogen, und dann kam da ein Kampfjet und die wollten, dass sie in Minsk landen. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Roman Protasevich, das ist ein belarussischer Blogger und Mitbegründer des oppositionellen Telegram-Kanals Nexta, und seine damalige Freundin Sofia Zaporoga an Bord waren. Die sind dann aus dem Flugzeug rausgeholt worden, haben sich dann festnehmen lassen müssen, und die EU hat daraufhin halt den Luftraum für die Flugzeuge aus der ehemaligen Sowjetrepublik gesperrt. Was man spannend finden kann, ist natürlich, dass so etwas ist ja wie ein Hijacking, also staatlich geplantes Hijacking. Man hat ja auch gesehen, dass dem dann eine Art Schauprozess gemacht worden ist. Er hat 6 Jahre Gefängnis bekommen, weil er einfach Opposition ist. Das finde ich ganz krass. Und Sepega, seine Freundin, hat übrigens auch das Ganze bekommen. Und es ist, also ich finde das krass, und der Prozess ist ja auch, also ist eine Farce. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist spannend. Die USA haben ja auch 4 belarussische Regierungsvertreter in Abwesenheit wegen der erzwungenen Landung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft in New York sagt ganz einfach Verschwörung zur Luftpiraterie, und das ist nichts anderes. Ich weiß nicht, was ist eure Meinung dazu? Ist das Luftpiraterie? Ist das etwas, das... dass man da halt die Geschichte ernst nehmen kann, oder ist das wirklich eine Bombenwarnung gewesen? Der Kollege, der im Tower war, der das alles gesagt hat, der hat das ja irgendwie jetzt nochmal versucht gerade zu rücken und hat gesagt, nee, das war da nicht der Fall. Dealzone, lasst uns wie immer mit tollen Sachen enden. Dealzone bei Air Baltic. Air Baltic hat 15% Rabatt bei dem Classic Fairbase. Da könnt ihr für Buchungen bis zum 25. Juli flexible Business Class Tickets, Classic Tickets, sowohl in der Business wahrscheinlich als auch in der Economy Class, mit 15 Euro Rabatt bekommen. Das sind 30 Euro, wenn ihr Hin- und Rückflug bucht. Die Reise muss zwischen dem 1.8.2022 bis zum 30.06.2023 begonnen sein, beendet sein, und gebucht werden muss halt, wie gesagt, von jetzt bis zum 25.07. Was sind die Vorteile vom Classic-Ticket? Ihr habt Gepäck dabei, ihr habt eine Sitzplatzauswahl, ihr habt Airport-Check-In dabei, dann habt ihr Datumsänderungsmöglichkeit, und was ganz wichtig ist, es gibt sogar die Möglichkeit, den Namen zu changen. Finde ich auch spannend. Was gibt es noch? Ja, natürlich, die Sitze sind begrenzt, wie immer in der Klassik. Nur damit ihr es wisst. Ein zweiter Deal, den wir haben, ist Lufthansa Business Class nach Australien.
Sydney für 2.900, Adelaide für 3.400, schwierige Aussprache, Cairns 3.400, Darwin 3.400, Melbourne 3.400 und natürlich Brisbane sozialistische 3.400. Wichtig an diesen ganzen Themen ist Preis pro Person natürlich für Hin- und Rückflug inklusive Steuergebühren. Gegebenenfalls kommt ein Kreditkartenentgelt dazu. Das Routing startet in Mailand und dann Mindestaufenthalt ist wie immer 6 Tage, 12 Monate maximal, 7 Tage vor Abflug muss gebucht werden. Stopover je Richtung ist möglich, einer, 125 Euro. Umbuchung ist möglich, Storno natürlich nicht, ist nicht erstattbar. Umbuchen natürlich wie immer, Fare Difference, müsst ihr natürlich wissen. Verfügbarkeiten sind ab März 2023, lustig, wenn man dann nur innerhalb vorher das buchen kann. Aber nichtsdestotrotz ist das Angebot bis auf weiteres buchbar. Ja, danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Ausgabe. Danke, dass ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt und kommentiert habt. Ansonsten, wenn ihr in Urlaub seid, danke ich euch, dass ihr mich angeschaut habt und den Kanal unterstützt habt. Viel Freude und viel Spaß. Ich sehe euch morgen wieder und einige wahrscheinlich auch auf dem Stammtisch. So ist das. Also, bis dann. Ciao. Achso, ich muss ausmachen. Jetzt aber ausmachen. So, ganz aufgeregt.